Hallo, auch in diesem Jahr organisiert Anjeri von Onyx Pages den Kwanzaa Reflectathon. Kurz zu Kwanzaa, das ist ein afroamerikanisches Fest, Festlichkeiten, wo es darum geht, das vergangene Jahr zu reflektieren. Es dauert 7 Tage lang und jeder Tag steht unter so einem anderen Thema, einem anderen Principle. Und beim Kwanzaa Reflectathon geht es jetzt darum, das vergangene Lesejahr zu reflektieren und für jedes Prinzip ein Buch herauszusuchen, was damit zu tun hat, was dieses Thema behandelt hat oder dich auf jeden Fall an dieses Thema hat denken lassen. Mir gefällt das sehr gut und ich finde es sehr spannend, weil es Themen oder Principles sind, die mir auch irgendwie sehr wichtig sind und die trotzdem so im BookTube-Alltag, in meinen Wrap-Ups oder auch in Tags nicht so oft abgefragt werden. Und ich mir jetzt wieder dafür Zeit genommen habe, darüber nachzudenken. Kwanzaa geht dieses Jahr vom 26. Dezember bis zum 1. Januar und so lange dauert auch der Kwanzaa Reflectathon. In diesem Zeitraum werden verschiedenste Leute Videos hochladen mit ihren Büchern, die zu diesen Themen passen. Und ihr seid sehr herzlich eingeladen, auch daran teilzunehmen. Deswegen lade ich es jetzt auch relativ am Anfang hoch, damit ihr einfach noch ein bisschen Zeit habt und hoffentlich es schafft, auch ein Video hochzuladen. Wenn ihr das macht, dann schreibt auf jeden Fall einen Kommentar dazu in das Announcement-Video von Anjeri. Denn neben dem großen Vorteil, dass ihr eure Bücher reflektiert zu Themen, die ihr das sonst vielleicht nicht macht, verlost Anjeri auch einen Stapel von Büchern an allen Leuten, die teilgenommen haben. Und damit zu meinem Reflexionsteil, den Prinzipien und den Büchern, die ich dazu herausgesucht habe. Das erste Prinzip ist Umoja, Einheit. Hier habe ich Farbe bekennen von Dagmar Schulz, Katharina Oguntoye und Maya Hima herausgesucht. Das ist ein Non-Fiction-Buch, in dem quasi das erste Mal schwarze Frauen, die in Deutschland leben, zusammengekommen sind und von ihren Erfahrungen berichtet. Diese Existenz dieses Buches ist sehr wichtig gewesen, denn so etwas gab es quasi noch nicht. Eine große Inspiration war Audre Lorde, die Seminare und Workshops gegeben hat, in denen klar geworden ist, dass viele schwarze Frauen so schon ähnliche Erfahrungen machen. Aber nie darüber geredet wird und deswegen eine krasse Vereinzelung existiert. Dem wollte dieses Buch halt entgegenwirken. Ich habe ja so zwei, drei Autobiografien auch von schwarzen Menschen in Deutschland gelesen und da wurde dieses Buch auch oft erwähnt, dass es einfach auch so eine Motivation gegeben hat, von der eigenen Geschichte zu berichten. Damit zum zweiten Prinzip, Kuchi Chaguya. Dafür habe ich das Buch Annie John von Jamaica Kincaid ausgesucht. In diesem Buch geht es um ein Mädchen, das ziemliche Auseinandersetzung mit der eigenen Mutter hat. Und sie ist ein sehr selbstbewusstes Mädchen. Sie weiß ziemlich genau, was gut und richtig für sie ist und was sie machen möchte. Und dann macht sie das auch selbstverständlich. Dazu gehört unter anderem, dass sie auf Frauen oder besser Mädchen steht. Und das ist so eine Selbstverständlichkeit für sie und sowas Nebensächliches, dass es mir sehr gut gefallen hat in diesem Buch. Das dritte Prinzip ist Ujima. Da habe ich das Buch Will Do Magic for Small Change von Andrea Hairston herausgesucht. Es gibt jetzt keine wirklich große Gruppe in diesem Buch, aber es gibt drei Kinder, die sehr wichtig sind, zentral sind und die lösen gemeinsam oder versuchen zumindest gemeinsam so ein mysteriöses Rätsel zu lösen. Das vierte Prinzip ist Ujamaa. Da habe ich das Buch Brown Girl Dreaming von Jacqueline Woodson herausgesucht. Gar nicht unbedingt inhaltlich, was in dem Buch steht, sondern einfach, dieses Buch habe ich aus der Bücherhalle ausgeliehen, wie viele andere. Und das finde ich auch voll gut. Ich könnte mir auch gar nicht leisten, alle Bücher zu kaufen. Ich finde eine Bücherhalle was sehr Gutes, was ich auch unterstützen möchte. Aber ich habe mir vorgenommen, die Bücher, die mir mit am besten dieses Jahr gefallen haben, die ich auch nochmal lesen möchte, mir dann vielleicht doch zu kaufen. Und beim Kaufen auch darauf zu achten, wen ich jetzt unterstütze, dass ich jetzt vielleicht nicht nur weiße und anders privilegierte AutorInnen unterstütze, sondern auch so ein bisschen gucke, wie die AutorInnen positioniert sind. Damit zum fünften Punkt, Nia. Dafür habe ich das Buch Zerrissene Erde von N.K. Jemisin herausgesucht. Meiner Meinung nach geht es ziemlich viel um Purpose, also um Ziel, um Aufgabe.
Zum einen darum, dass es wichtig ist, so etwas überhaupt zu finden. Zum anderen darum, dass es auch wichtig ist, sich davon abzugrenzen und nicht alles anzunehmen, was andere Leute einem so aufzwingen wollen, was sie sagen, dass die eigene Aufgabe wäre. Und dann darum, dass sich so die Aufgabe auch verändern kann. Also bloß weil es jetzt eine Aufgabe ist, heißt es nicht, dass es irgendwie in 10 Jahren weiterhin eine Aufgabe ist, sondern dass so etwas auch veränderlich ist. Obwohl es wichtig ist, so etwas zu haben, ist es nicht unbedingt wichtig, dass es immer das Gleiche bleibt. Für das sechste Prinzip, Kurumba, habe ich zwei Bücher herausgesucht. Einmal On the Come Up von Angie Thomas und dann Poet X von Elizabeth Acevedo. Das sind beides Jugendbücher, die aber schon sehr unterschiedlich sind. Sie haben aber eins gemeinsam, dass die Hauptpersonen, jeweils 16-jährige Mädchen in etwa, sehr auf Rap stehen und Rap ihnen Kraft gibt und sie motiviert. Und beide nutzen das dann auch, dass sie selber Rap-Texte schreiben oder Spoken-Word-Texte schreiben oder auf jeden Fall sehr kreativ mit Sprache umgehen und durch diese Kreativität einfach ihre Kraft entwickeln. Zum letzten Prinzip Imani habe ich wie zum ersten Prinzip ein Non-Fiction-Buch herausgesucht, und zwar Rest in Power, The Enduring Life of Trayvon Martin von Sabrina Fulton und Tracy Martin. Der Inhalt von diesem Buch ist auf jeden Fall traurig, zum Teil entsetzlich, was ich da erfahren habe, und einfach unglaublich. Es hat aber auf jeden Fall auch meinen Glauben gestärkt in so Widerstand und in Protest. Das waren die Bücher, die ich zu den Kwanzaa-Prinzipien herausgesucht habe. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr anderen so empfehlen werdet. Ich wünsche euch schöne Tage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und drücke euch die Daumen, dass ihr Zeit und Energie findet, ein paar Bücher zu lesen. Bis bald!